Hast du manchmal ein komisches Gefühl und kannst es nicht einordnen? Oder verspürst du plötzlich ein Gefühl der Angst oder Vorahnung? Dann bist du hier genau richtig, denn ich werde dir jetzt gleich erklären, was das alles bedeuten kann. In den meisten Fällen möchte dein Schutzengel dich vor einer Gefahr warnen. Glaubst du an Schutzengel? Viele Menschen glauben daran, manche auch nicht. Aber es gibt Beweise dafür, dass es sie wirklich gibt. Sie wirken meist im Verborgenen und ihre Aufgabe ist es, uns vor Schaden zu bewahren. Wenn du also ein starkes Gefühl hast, dass etwas Schlimmes passieren könnte, vertraue deinem Schutzengel und achte auf die Warnungen, die er dir geben möchte. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Buchautorin, Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Herzlich willkommen zu meinem Podcast und schön, dass du heute hier bist. Es heißt, dass Schutzengel beauftragt sind, uns vor Schaden zu bewahren. Und sie geben uns oft Warnzeichen, wenn etwas schief zu gehen droht. Oder sie bestätigen uns für eine Sache, wenn sie wichtig für uns ist. Die meisten Menschen glauben, dass diese Engel durch Zeichen und Symbole mit uns kommunizieren können. Wenn du also das Gefühl hast, dass du in deinem Leben Führung brauchst, ist es wichtig, auf die Zeichen zu achten, die dein Schutzengel dir sendet. In diesem Podcast werden wir 8 Anzeichen dafür besprechen, dass dein Schutzengel dich vor etwas warnen möchte oder eine wichtige Botschaft für dich hat. Achte in Zukunft auf diese Zeichen und du wirst in der Lage sein, sicher und geschützt zu bleiben. Das erste Zeichen, das dich dein Schutzengel warnt, ist, wenn du die gleiche Zahl immer wieder siehst. Wenn du immer wieder dieselbe Zahl auf Nummernschildern, Plakatwänden oder Uhren siehst, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dir dein Schutzengel etwas sagen will und bald Kontakt aufnehmen wird. Damit du jetzt besser weißt, was die Zahlen im Allgemeinen bedeuten, werde ich es kurz erklären. Für alle, die aber genaueres über die Zahlen wissen möchten, werde ich später einen weiteren Podcast machen. Die Zahl 1 bedeutet, dass dein Schutzengel versucht, dir eine Botschaft der Führung oder Liebe zu geben. Also pass gut auf. Die Zahl 2 bedeutet, achte auf deine Gesundheit oder jemand, der dir nahe steht, ist in Gefahr. Die Zahl 3 ist ein Glückszeichen. Wenn du diese Zahl siehst, bedeutet das, dass dein Schutzengel dir sagen möchte, dass sich alles zum Besten wenden wird. Die Zahl 4 ist ein Zeichen für Veränderung. Wenn du also darüber nachdenkst, eine große Veränderung in deinem Leben vorzunehmen, dann ist dies ein gutes Zeichen. Die Zahl 5 ist ein Zeichen für Schutz. Wenn du Angst hast oder das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Schutzengel versucht, dich zu beschützen. Die Zahl 6 ist ein Zeichen für Neuanfänge. Wenn du dich also in deinem Leben festgefahren fühlst, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Veränderungen anstehen. Die Zahl 7 ist ein Zeichen des Glücks. Wenn du diese Zahl siehst, bedeutet das, dass dein Schutzengel dir sagt, dass du bald einen Glücksfall haben wirst. Die Zahl 8 ist ein Zeichen für Stärke und Macht. Wenn du diese Zahl siehst, bedeutet das, dass dein Schutzengel versucht, dir den Mut und die Kraft zu geben, alle Herausforderungen zu meistern. Die Zahl 9 ist ein Zeichen der Vollendung. Wenn du also schon lange an etwas arbeitest und das Gefühl hast, dass du endlich bereit bist, es zu beenden, ist es ein gutes Zeichen. Diese Ausführungen waren jetzt nicht komplett, aber sie sollen dir einen kleinen Überblick geben über das, was alles gesagt werden kann. So, und jetzt kommen wir wieder zu den Anzeichen, an denen du erkennst, dass dein Schutzengel Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Das zweite Zeichen ist, wenn du ein bestimmtes Lied im Radio oder in einem Geschäft hörst,
das dich zu verfolgen scheint, dann höre genau hin, denn dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass dein Schutzengel versucht, dir durch den Text des Liedes etwas zu sagen. Das dritte Zeichen ist, wenn du einen Traum hast, der dir sehr real und bedeutsam erscheint. Träume können oft als Botschaften unseres Schutzengels im Seelenbewusstsein gedeutet werden. Und wenn du das Gefühl hast, dass ein bestimmter Traum dir etwas sagen möchte, könnte dies ein Zeichen deines Schutzengels sein. Beginne also deine Träume zu deuten, wenn du das Gefühl hast, dass sie eine Botschaft enthalten und wichtig für dich sind. Das vierte Zeichen ist, wenn du eine weiße Feder siehst. Weiße Federn werden oft mit Engeln in Verbindung gebracht und wenn du eine findest, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dein Schutzengel dir etwas sagen möchte. Überlege, was du gerade machen wolltest oder wohin du gehen wolltest. Meistens ist die Feder eine Bestätigung, dass das, was du gerade tust oder der Weg, auf dem du dich befindest, wichtig für dich ist. Das fünfte Zeichen ist, wenn du einen bestimmten Duft riechst, der dich an jemanden oder etwas erinnert. Das könnte ein Zeichen sein, dass dein Schutzengel versucht, dir durch den Geruchssinn etwas mitzuteilen. Überlege, mit was du den Geruch verbindest oder welche Erfahrung du mit diesem Duft in der Vergangenheit schon einmal gemacht hast. Wenn er angenehm ist, ist alles gut. Aber wenn er unangenehm ist, solltest du aufpassen, denn etwas scheint nicht zu stimmen oder eine Gefahr kommt auf dich zu. Sei also auf der Hut. Das sechste Zeichen ist, wenn du plötzlich eine Welle von Wärme spürst. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass dein Schutzengel versucht, dir durch das Gefühl der Wärme etwas zu sagen. Zum Beispiel, wenn dir kalt ist und du plötzlich eine Welle der Wärme spürst, könnte das dein Schutzengel sein, der dir sagen möchte, dass alles in Ordnung ist und du auf dem richtigen Weg bist und nicht abweichen solltest. Wenn du eine angenehme Wärme spürst, könnte es auch sein, dass dein Schutzengel dich gerade umarmt. Das siebte Zeichen ist, wenn du einen Regenbogen siehst. Regenbögen werden oft als Symbole der Hoffnung gesehen und wenn du einen siehst, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dein Schutzengel dir zu sagen versucht, dass am Ende alles gut gehen wird. Er möchte dir Mut machen, deinen Weg weiterzugehen und dass er bei dir ist. Er sagt dir, ich bin bei dir, ich liebe und ich schütze dich. Das achte und letzte Zeichen ist, wenn du am Nachthimmel einen Stern leuchten siehst. Das könnte ein Zeichen deines Schutzengels sein, dass er über dich wacht und dich durch die Dunkelheit führt. Wann immer du also so einen Stern siehst, der blinkt und leuchtet, nimm ihn als Zeichen der Hoffnung und der Ermutigung durch deinen Schutzengel und wisse, dass du niemals alleine bist. Dies waren 8 Anzeichen, auf die du unbedingt achten solltest, um schlimmen Situationen im Leben aus dem Weg zu gehen oder um Bestätigung zu erhalten für das, was du gerade tust oder um Schutz zu erhalten für das, was du gerade durchmachst. Ich bin sicher, dass dir dieser Podcast helfen wird, dich zukünftig aus Schwierigkeiten leichter herauszuhalten und dein Leben zu verbessern. Also achte in Zukunft auf diese Zeichen, die dein Schutzengel dir schicken möchte. Dieser Podcast möchte gerne von dir geteilt werden, damit auch andere Menschen mehr über die Zeichen ihrer Schutzengel erfahren können. Gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, um weitere Podcasts zu erhalten. Danke, dass du heute hier warst und bis bald.